So, hallo allerseits. Ich habe jetzt übrigens noch mal kurz in die weiteren Aufnahmen reingeschaut, die wir in letzter Zeit gemacht haben, und mir ist aufgefallen, dass ich immer mit so beginne. Na gut, dann wird das wohl mein Erkennungsmerkmal. Ich muss mal in die alten Aufnahmen von der GD2 und so gucken, ob das genauso beginnt. So. Also, wir waren am Ende des Themas Min-Cost Flow stehen geblieben. Wir hatten schon den Successive Shortest Path Algorithmus. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung: Min-Cost Flow. Wir haben gegeben einen gerichteten Graphen. Wir haben natürlich Kantenkapazitäten, nicht negativ. Wir haben für jeden Knoten einen Balancewert, positiv oder negativ oder null. Positiver Balancewert heißt so viel wie, wir wollen mehr Fluss raus als Fluss rein in diesen Knoten innerhalb des Netzwerkes. Das ist also ein Knoten, in dem Fluss eingespeist wird. Negativer Wert heißt, da wird Fluss abgegriffen. Es fließt mehr innerhalb des Netzwerkes, fließt mehr Fluss rein als raus. Also da versickert es. Und wir hatten, die Aufgabe besteht darin, einen Fluss zu finden. Das bedeutet, die Kapazitätsbeschränkungen sind einzuhalten, wie immer. Zwischen 0 und obere Schranke muss jeder Flusswert auf jeder Kante sein. Und die Flusserhaltungsbedingung war, dass für jeden Knoten Summe rausgehen minus Summe reingehen gleich dem Balancewert ist. Optimierungsziel ist, wir haben hier noch Kosten gegeben für jede Kante, die wir ohne Einschränkung als nicht negativ ansehen können. Wir haben gesehen, warum das keine Einschränkung ist. Und wir wollen den Gesamtkosten des Flusses minimieren. Das bedeutet, wir haben das heißt, für jede Kante beträgen die Kosten des Flusses auf dieser Kante gerade Kostenfaktor mal Anzahl der Flusseinheiten, die wir rüberschicken, und die Summe über alle Kanten ist dann der Gesamtkostenwert. Wir haben zunächst mal einen ersten Algorithmus gesehen, Wir haben zunächst mal einen ersten Algorithmus gesehen, Negative Cycle Cancelling, der die Invariante hatte, dass der Fluss immer zulässig ist bezüglich Kapazitäten und Flusserhaltungsbedingungen. Jetzt haben wir einen zweiten gesehen, und das ist der hier, die Invariante nicht ist, dass der Fluss zulässig ist. Die Balancen werden nicht eingehalten von Anfang an, sondern werden erst ganz am Ende eingehalten. Aber die Optimalitätsbedingung, dass es keinen negativen Zyklus gibt, wird eingehalten als Invariante, sodass am Ende, wenn alle Balancen richtig sind, der Fluss zulässig ist und die Optimalitätsbedingung erfüllt, weil das als Invariante durchgehalten wird. Und daher ist das dann ein optimaler Fluss. Wir haben beim letzten Mal schon begonnen, eine Variante mit reduzierten Kosten zu betrachten, und wir werden das jetzt heute abschließen. Wir sind eigentlich fast fertig geworden beim letzten Mal. Generell reduzierte Kosten, eine Idee, wo ich beim letzten Mal schon gesagt habe, das können Sie auch ganz am Anfang der Vorlesung nachschlagen beim Thema Goal-Directed, Goal-Oriented Search bei kürzesten Pfadeberechnungen. Wir ändern nichts an den kürzesten Pfaden, es bleiben dieselben kürzesten Pfade, wenn wir ein Knotenpotenzial definieren, also einen reellen Wert für jeden Knoten. Und diese ursprünglichen Längen, wir nehmen ja hier immer die Kostenfaktoren als Längen, diese ursprünglichen Längen ersetzen durch einen solchen Ausdruck, bekommen dann abhängig von dem Knotenpotenzial Pi neue Längen. Und die Invariante ist, dass die nicht negativ sind. Ja, wenn wir nach diesen neuen Längen kürzeste Pfade suchen, dann kriegen wir dieselben Pfade raus, wie wenn wir nach den alten Längen kürzeste Pfade suchen. Und der Vorteil ist aber, der Vorteil dieser Nicht-Negativität ist, dass wir Algorithmen wie Dijkstra anwenden können. Also im Wesentlichen können wir Dijkstra anwenden. Es gibt jetzt in allen seinen Variationen, mit wesentlich geringerer asymptotischen Komplexität die kürzesten Pfade zu berechnen, weil eben sämtliche Kantenlängen nicht negativ sind. Wenn Kantenlängen nicht negativ sind, müssen wir aufwendigere Algorithmen für die kürzesten Pfade berechnen. So, wir wollen also konsistentes Knotenlabel haben, und genau da waren wir stehen geblieben.
Wir haben den Algorithmus schon betrachtet. Wir haben auch schon das ist derselbe Algorithmus, den wir vorher schon betrachtet haben, ohne reduzierte Kosten, dass wir also schrittweise kürzeste Pfade finden und entlang dieser kürzesten Pfade immer den Fluss augmentieren, immer von einem Knoten, wo noch nicht genug rausfließt, noch nicht so viel rausfließt, wie die Balance sagt, zu einem Knoten hin, wo noch nicht so viel reinfließt, wie die Balance sagt. Und das haben wir auch schon bewiesen, dass das alles korrekt ist, sodass wir uns also nur noch um die reduzierten Kosten kümmern müssen. Das haben wir auch schon im Prinzip gesehen. Wir müssen jedes Mal, wenn wir einen kürzesten Pfad gefunden haben und dementsprechend den Fluss verändern, müssen wir weil wir hier im residualen Graphen sind, der sich natürlich durch den Fluss ändert, müssen wir reduzierten Kosten oder genau gesagt die Knotenpotenziale, wir müssen diese Knotenpotenziale so abändern, dass dann die neu entstehenden reduzierten Kosten im Residualgraphen wieder nicht negativ sind. Sie sind zunächst einmal, wenn wir den Fluss verändern und damit den Residualgraphen verändern, ergeben sich potenziell mit der bisherigen Knotenpotenzialen negative Kantenlängen und das müssen wir reparieren. Wir haben auch schon gesehen, dass das ganz einfach geht. Wir nehmen uns von dem Startknoten unseres kürzesten Pfades, berechnen wir die Distanzen, die berechnen wir ja sowieso, die haben wir ja sowieso berechnet, weil sie als Ergebnis von Dijkstra automatisch abfallen. Ja, das Fundamentale, was Dijkstra berechnet, sind ja diese Distanzwerte und die ziehen wir einfach ab und die Behauptung ist, dass das dann, also wir ändern die Potenziale so, dass wir sie alle um diese Distanz vermindern und die Behauptung ist, dass das einfach ein neue Knotenpotenziale sind, dass das diese neuen Knotenpotenziale jetzt die reduzierten Kosten wieder nicht negativ machen. So, diese Rechnerei hatten wir ja ausgelassen beim letzten Mal. Da will ich jetzt vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig ins Detail gehen. Das können Sie vielleicht im stillen Kämmerlein viel besser nachvollziehen, diese komische Rechnerei hier. Also bevor jetzt wieder die Frage kommt, will ich wieder vorwegnehmen, wie weit das prüfungsrelevant ist. Also für eine glatte 1 würde ich da auch das durchaus als prüfungsrelevant ansehen. So, wir machen hier eine Fallunterscheidung. Der Fall, dass die Kante, um die es geht, wir wollen für jede Kante zeigen, dass die nach diesem Update des Flusses und diesem Update der Knotenpotenziale, dass die daraus resultierenden neuen reduzierten Kosten tatsächlich wieder für jede Kante nicht negativ sind. Und wir betrachten uns eine Kante, nehmen uns eine Kante her, betrachten einerseits eine Kante, die vorher schon im residualen Netzwerk war und andererseits eine Kante, wir nehmen uns diese Kante her, betrachten den Fall, dass sie vorher im residualen Netzwerk war und den Fall, dass sie vorher nicht im residualen Netzwerk war, betrachten wir erstmal den Fall, dass sie vorher im residualen Netzwerk war. Das ist einfach eine kleine Rechnung. Wir setzen einfach die Formel ein, die residualen Kapazitäten für das Knotenpotenzial hinterher, after, sind jetzt hier eingesetzt, die Definition der neuen Knotenpotenziale auf Basis der alten Potenziale und hier ein bisschen und hier einfach umgeformt. Und hier argumentieren wir jetzt, dass diese Delta-Werte ja bezüglich dieser vorhergehenden reduzierten Kosten, dass das die Distanzen sind und dann kommen wir wieder auf einen alten Bekannten, nämlich Dreiecksungleichung, Valid Distance Property genannt, dass wir für einen Knoten der Weg über einen anderen Knoten V, über einen Vorgängerknoten V plus Kantenlänge von V nach W ist natürlich mindestens so groß wie der kürzeste Weg vom Startknoten nach W. Ja, ein alter Bekannter, auf den ich hier nicht nochmal eingehen möchte. So, der etwas interessantere Fall ist, dass VW nicht
vorher im residualen Netzwerk war, sodass also VW nicht in der kürzesten Wegeberechnung hier vorgekommen ist und dieses Argument, diese Argumentation mit der Valid Distance Property nicht greift, weil diese Kante nicht bei der kürzesten Wegeberechnung vorhanden war im residualen Graphen. Aber wenn die nicht vorhanden war im residualen Graphen, dann muss ja was passiert sein. Was muss passiert sein? Es muss passiert sein, dass der Fluss sich auf der Rückwärtskante von W nach V, dass die im residualen Graphen war, die Kante von W nach V, dass sich dort der Fluss verändert hat. Nur dadurch kann eine Kante VW in den residualen Graphen hineinkommen, die vorher nicht drin war, unmittelbar vorher nicht drin war. Also war WV auf dem kürzesten Pfad, denn nur dort haben wir die Flusswerte verändert. Auch hier nur eine kleine Umrechnung. Kostenwerte hin und zurück sind dasselbe, negiert nur. So haben wir jetzt im residualen Graphen die Kosten jeweils umgerechnet, aus gutem Grund. Und hier setzen wir auch wieder ein die Definition der reduzierten Kosten gemäß Knotenpotenzial hinterher, einfach eingesetzt. Hier ganz merkwürdig umgeformt, dass wir einfach eine Negation hinten unten hier an dieser Stelle draufsetzen. Und nee, also hier drehen wir die Kante um, sodass wir jetzt plötzlich eine Kante haben, die in der kürzesten Wegeberechnung tatsächlich vorgekommen ist, und setzen einfach aus After jetzt Before ein, wie wir es definiert haben, fassen das wieder zusammen, und dieser Wert hier ist 0, das folgt daraus, das haben wir schon bei kürzesten Pfaden gesehen. Mal gucken, ob die Verbindung klappt, dass Sie das mal hier gesehen haben. Na? Ja. Entlang kürzesten Wegen sind die Distanzwerte, die berechnet worden sind bei der kürzesten Wegeberechnungen, die Differenz ist exakt gleich der Länge der Kante. Haben wir alle schon gesehen. Jetzt muss ich hier irgendwie mal wieder zurückkommen. Wo war das hier? So. Und daraus folgt, dass das 0 ist. Und wenn das hier 0 ist, dann ist auch für die ursprüngliche Kante VW der Wert 0, die reduzierten Kosten sind 0. Und damit sind wir hier an dieser Stelle tatsächlich mit diesem Algorithmus und mit Min-Cost-Flow fertig. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Sie jetzt hier diese Rechnungen im Detail nachvollziehen. Das können Sie dann gerne zu Hause machen. Es war mir wichtig, jetzt die wesentlichen Punkte nochmal aufs Band zu sprechen, damit Sie das wirklich zu Hause dann nachvollziehen können. Und ich hoffe, Sie haben zumindest eine gewisse Idee von den Berechnungen in diesen beiden Fällen, ob die Kante vorher im residualen Netzwerk war oder ob sie nicht war, hier mit herausgenommen. Haben Sie noch generelle Fragen zum gesamten Themenkomplex Min-Cost-Flow oder zu diesem Algorithmus oder zu dem, was wir jetzt hier noch nachgetragen haben vom letzten Mal? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich auf ein völlig anderes Thema zu sprechen kommen. Sie sehen ein Thema, was ich über mehrere Webseiten hinweg, über mehrere Wiki-Seiten hinweg entwickelt und von dem ich ausgehe, dass es dann das letzte Thema dieser Veranstaltung ist, nämlich Matchings in Graphen allgemein. Was ist ein Matching in einem Graphen? Das ist eine prinzipiell ganz einfache Sache. Das ist der erste Teil dieser Definition. Wir haben es jetzt hier mit ungerichteten Graphen zu tun. Wir haben jetzt viel mit gerichteten Graphen gemacht. Hier haben wir es jetzt grundsätzlich immer mit ungerichteten Graphen zu tun. Und gehen auch davon aus, dass der Graph zusammenhängend ist. Das ist keine ernsthafte Einschränkung. Das ist überhaupt keine Einschränkung. Wenn der Graph nicht zusammenhängend ist, würde man nach Matchings in jeder Zusammenhangskomponente suchen. Also können wir ohne Einschränkung sagen, der Graph ist zusammenhängend. So, was ist jetzt ein Matching?
Ein Matching ist eine Menge von Kanten dieses ungerichteten Graphen. Und zwar welche Kanten, was für Kanten, was, welche Kantenmenge darf, ist als Matching erlaubt. Zwei Kanten, die in diesem Matching drin sind, dürfen nicht zu einem gemeinsamen Knoten Inzidenz sein. Ja? Also, damit Sie ein Bild vor Augen haben, ich male jetzt mal einen halbwegs allgemeinen Graphen. Natürlich male ich ihn immer planar, damit Sie nicht verwirrt werden durch irgendwelche Kreuzungen von Kanten, die nur ablenken. Aber natürlich ist das, was ich hier male, nur das planare Graphen nur ein Beispiel. Illustrativ. So, ich male ihn vielleicht sogar noch maximal planar, trianguliert. Das, Sie können keine Kante mehr einfügen, hier im Inneren, höchstens außenrum, ohne die Planarität zu zerstören. Und was ist jetzt ein Matching? Ein Matching ist etwas, was nach andersfarbiger Kreide schreit. Und ich fange mal hier an. Diese Kante soll dazu gehören. Mal ganz freihändig. Diese Kante vielleicht. Diese Kante. Diese Kante. Sie sehen, ich lasse immer Abstand zwischen zwei Kanten. Denn die Bedingung lautet ja, keine zwei Kanten in einem Matching. Keine zwei dieser rot gemalten Kanten dürfen Inzidenz sein. So. Dieses Matching kann ich da noch ist, hat das jetzt die maximal mögliche Kardinalität für irgendein Matching oder könnte ich vielleicht ein anderes Matching finden, was mehr Kanten enthält, mehr rote Kanten als dieses? Ich mache mal ein Foto und in der Zeit können Sie nachdenken. Na, haben Sie eine Meinung dazu, ob dieses Matching, ob es ein Matching mit mehr Kanten gibt als dieses, also kardinalitätsmaximal? Also was ja völlig anders aussehen kann. Bitte? Gleich maximal, aber das war nicht meine Frage. Genau. Wenn wir 12 Knoten haben und 6 Kanten, besser geht offensichtlich nicht. Ja, dann male ich mal hier noch einen Stachel rein. Wie sieht es jetzt aus? Bitte? Genau, also auch mit 13 Knoten kriegen Sie nicht mehr als 6 Kanten hin. Und dann male ich mal hier noch einen Stachel rein. Wie sieht es jetzt aus? Bitte? Warum müsste eins besser gehen? Sie könnte von den Zahlen her, wir haben 14 Knoten, wir haben 6, ja, von der Intuition auch, aber folgendes, ja, dieser zweite Stachel hier unten zeigt, dass die Anzahl der Knoten nicht das alleinige Argument sein kann. Ja, wir brauchen noch ein Zusatzargument, warum ein Stachel hier und ein Stachel dort auf der anderen Seite zusammengenommen ein besseres Matching erlauben. Bitte? Ist doch bestimmt wieder irgend sowas, wie dass man Pfad finden kann. Natürlich, es geht hier immer nur um Pfade. Jetzt brauche ich noch eine andere Farbe. Ich glaube, ich mache das mal jetzt schnell aus Zeitgründen selber. Ich nehme mal einen Pfad, der möglichst ungeschickt ist, der möglichst lang ist. Ich glaube, es gibt kürzeren Pfad als den. So. 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 Was macht man jetzt mit diesem Pfad? Alles umdrehen. Die gematchten, die roten Kanten werden wieder weiß und die weißen Kanten auf diesem Pfad werden wieder rot. Sie sehen, wir fangen mit einem
mit einer weißen ungematchten Kante an und hören mit einer ungematchten Kante aus. Zwischendurch immer alternierend, rot-weiß. Das war jetzt kein Statement über irgendwelche Fußballvereine oder über irgendwelche Länderflaggen oder so etwas. Aber wenn Sie sich das jetzt vorstellen, entlang dieses grünen Pfades rot und weiß gerade umzudrehen, dann bekommen Sie ein Matching heraus, was eine Kante mehr hat. Es ist wieder ein Matching, das können Sie sicherlich leicht sich selbst vergegenwärtigen. Und jetzt kommt das Foto. Ja? Was bedeutet, warum es Matching heißt? Also hinter dem Begriff Matching, keine Ahnung. Okay, stimmt. Sie haben recht, daher kommt das wahrscheinlich. Wir kommen gleich zu einem speziellen Fall, nämlich Bipartitegraphen, wo genau dieses Hochzeitsproblem, was Sie eben angesprochen haben, was ein Match ist. Sie kennen das Wort Matchmaker. Das ist so ein Hochzeitsverkuppler oder so etwas. Also ich erinnere mich da an das Musical Fiddler on the Roof im deutschen Anna Tefka, wo es ein ganzes Lied über die weibliche Matchmaker am Anfang gibt, falls Sie sowas interessiert. Okay, bei Online-Spielen, okay, gibt's das auch. Wir sehen, hier haben wir ein Clash of Cultures oder Clash of Generations, ich weiß es nicht. So, das ist erstmal das Wichtige. Eine Kante ist matched oder unmatched. Habe ich schon verwendet, die Begriffe. Die roten Kanten im Bild sind matched, die weißen sind unmatched. Ein Knoten ist matched, heißt, dass er inzident zu einer Matching-Kante ist und ansonsten, wenn er nicht inzident zu einer Matching-Kante ist, dann ist er frei oder exponiert, free oder exposed. Und wir haben schon am Anfang das erste Beispiel für ein perfektes Matching gesehen, nämlich wenn es keine exponierten Knoten gibt. Also insbesondere muss die Knotenzahl gerade sein, sonst geht es natürlich nicht auf und dann ist die Anzahl der Matching-Kanten in einem perfekten Matching gerade die Hälfte. Wir hatten es eben mit 12 Knoten und 6 Matching-Kanten. So, und wir haben jetzt das Thema haben wir schon erledigt in dem Bild. Alternierende und augmentierende Pfade. Und mit Ihren Vorkenntnissen aus MaxFlow und so weiter ist es jetzt auch kein Problem, das zu verstehen, worum es geht. Ein alternierender Pfad ist generell ein Pfad, ein alternierender Pfad ist einfach ein Pfad, wo gematchte Kanten und ungematchte Kanten immer alternierend auftreten. Ganz allgemein. Und augmentierend heißt er, wenn, so wie eben hier mit den beiden Stacheln, wenn die beiden Endknoten noch exponiert sind, weil in dem Fall würden wir tatsächlich entlang dieses Pfades das Matching erhöhen können, deshalb augmentierend. Und das Augmentieren ist genau das, was wir eben auch in dem Bild gesehen haben, nämlich die Größe des Matchings um 1 erhöhen, indem wir für jedes entlang dieses grünen Pfades für jede einzelne Kante den Status genau umdrehen, ob es matched oder unmatched ist. So, das haben wir jetzt schon alles gesehen. Finding Augmenting Path wird uns noch Kopfzerbrechen bereiten, sage ich gleich vorneweg. Will ich aber kurz nur mal ansprechen erst einmal. Ich habe das jetzt natürlich so per Augenschein freihändig den augmentierenden Pfad gefunden. Aber allgemein müssen wir natürlich durch eine Graphendurchsuchungsstrategie dabei vorgehen, die wir natürlich modifizieren müssen, denn ganz einfach dadurch, auf jede Kante, die gematcht ist, muss eine ungematchte folgen und auf jede Kante, die ungematcht ist, muss eine gematchte folgen. Das heißt also, wenn wir in unserer Graphendurchsuchungsstrategie eine gematchte Kante durchlaufen haben als letztes, dann kann natürlich jede andere Kante ist ungematcht, logisch, dann kann natürlich jede andere Kante von da aus zum Weitergehen verwendet werden. Wenn wir hingegen aber über eine ungematchte Kante gelaufen sind, dann
sind wir entweder an einem freien Knoten angekommen und können die Suche beenden. Wir haben unseren Pfad gefunden, von einem freien Knoten gesucht zu einem anderen freien Knoten. Oder wenn es keinen freien Knoten gibt, gibt es genau eine Unique, genau eine Matching-Kante und die müssen wir dann zum Weitergehen beschreiten. Ich glaube, es ist offensichtlich, wie das geht. Hier ist noch eine Bemerkung dazu, dass man das Ganze auch anders implementieren kann mit einer normalen Ordinary. Vielleicht was dazu, das Wort Ordinary im Englischen hat nicht unbedingt so die Konnotation wie im Deutschen ordinär. In dem Sinne normal. Ja, in einem gewöhnlich im Deutschen eher als normal. Sehen Sie zum Beispiel an so Wortkombinationen wie Ordinary Car. Das ist kein ordinäres Auto, sondern das ist einfach ein ganz normaler PKW, der kein SUV, kein Pickup, kein dreirädriges oder sonst was ist. Ein ganz normales Auto. Ordinär ist im Deutschen gewöhnlich, würde ich sagen, gewöhnlich im schlechtesten Sinne des Wortes. Also ordinär ist jemand, der mit ordinären Begriffen um sich wirft oder ähnliches. Okay, das war jetzt eine... Gut, ich bin mir sicher, in Wikipedia oder sonst wo finden Sie leicht eine Definition von ordinär, die besser ist als mein Versuch. Also eine ordinäre Person, also damit meint man jemanden, der sich eher negativ hervorgibt durch Schimpfwörter oder jemand, der nicht der hohen Kultur entsprechend kommuniziert oder sich sonst wie verhält. Schauen Sie in Wikipedia oder sonst wo nach. Sonst verrenne ich mich hier noch und alle Welt kann das dann mithören auf der Aufzeichnung. So. Das wollte ich jetzt zeichnen, kurz, was hiermit gemeint ist. Sie können, wenn Sie einen Knoten V haben, der gematcht ist, so, also eine von diesen zwei Kanten, die ich jetzt nur einzeichne, dann können Sie das ersetzen durch Knoten V wieder mit, ich mache mal W1 und hier W2. Dann können Sie, jetzt muss ich sehen, dass ich das richtig mache, wir haben jetzt zwei Knoten, V1 und V2, so, und wir haben weiterhin W1 und W2, die würden wir dann im nächsten Schritt auch duplizieren, aber um das nicht zu kompliziert zu machen, lasse ich die erstmal noch undupliziert. Und jetzt haben wir hier eine Kante so und eine Kante so und eine Kante so und eine Kante so. Und diese beiden können wir uns ja nochmal merken, dass die entsprechen der Matching-Kante und die beiden der ungematchten Kante. Sodass Sie also insgesamt dann, wenn Sie das so aufblähen, dann eine ganz normale Graphensuche in einem gerichteten Graphen anstellen können, wie wir das am Anfang des Semesters gesehen haben. So, schnelles Foto. Gut. Okay. Damit möchte ich zum ersten Algorithmus kommen. Und dieser Algorithmus, bipartites Kardinalitätsmatching, also Kardinalitätsmatching, dazu gibt es eine eigene Wiki-Seite, aber das brauchen wir hier nicht, das können Sie sich zu Hause nochmal angucken, ist nichts anderes als das, was ich jetzt sage. Optimierungsproblem, wir wollen ein Matching finden mit maximaler Kardinalität, das heißt mit einer maximalen Anzahl von Kanten in diesem Matching drin, so wie wir das eben in dem Beispiel gesehen haben. Genau darum geht es. Und was heißt Bipartit? Bipartit heißt ganz einfach, falls Sie es nicht, haben Sie es irgendwo schon mal gesehen, Bipartit? Gut, muss auch nicht sein jetzt hier für unsere Zwecke. Wir können das, alles was dazu Wesentliches zu sagen ist, können wir hier selber erledigen. Ein bipartiter Graph ist ein Graph, daher kommt das Bi und das Partit, das
was irgendwas mit Zerlegung, Partition oder so zu tun hat, wo sie die Knoten in zwei Teile zerlegen können. Es wird nicht gesagt, wie sie das zerlegen. Die müssen auch natürlich nicht die gleiche Anzahl haben, diese beiden Teile. Und sämtliche Knoten gehen, jetzt muss ich mal, sämtliche Knoten gehen von einer Seite, Entschuldigung, sämtliche Kanten gehen von einer Seite zur anderen. Ja, also was nicht erlaubt ist, was nicht existieren darf, sind die Kanten, die ich jetzt hier so gestrichelt rot einzeichne. Eine Kante, die zwei Knoten auf der rechten Seite miteinander verbindet, oder eine Kante, die zwei Knoten auf der linken Seite miteinander verbindet. Sowas gibt es nicht. Ja? Das ist relativ leicht zu überprüfen, da haben Sie voll und ganz recht. Komme ich gleich dazu. Nur das obligatorische Foto. Schade, dass Tafeln noch kein Selfie, also die einfachen alten Tafeln noch kein Selfie machen können. Dazu muss man dann eine sehr teure neue Tafel kaufen. Elektronische Tafel. Ja, genau, kann die Folien auch gleich mit anzeigen. Dann sind die Folien auf der Tafel, dann haben wir dieses Problem nicht, was wir hier immer haben. So, das ist leicht zu überprüfen, und zwar deshalb, weil ein Graph, ein ungerichteter Graph, ist genau dann bipartit, wenn sämtliche Zyklen gerade Länge haben. Warum? Stellen Sie sich einen Zyklus vor in einem bipartiten Graphen, ja? Wir können ja egal wo, wir können irgendwo anfangen, hier links, bei einem Knoten auf dem Zykel. Erste Kante geht nach rechts, zweite Kante geht nach links, dritte Kante geht nach rechts, vierte Kante geht nach links, fünfte nach rechts, sechste nach links, ja? Und wenn wir an dem Ausgangsknoten wieder ankommen wollen, heißt das, so oft nach rechts, so oft nach links. Sonst kommen wir ja nicht, wenn wir immer alternierend hin und her nach rechts und nach links springen, kommen wir ja nicht am Ausgangsknoten wieder an. Das heißt also, in jedem bipartiten Graphen haben alle Zyklen gerade Länge. Unweigerlich. Und wenn ein Graph in einem Bipartit, wenn jetzt alle Zyklen gerade Länge haben, Argument rückwärts, dann ist der Graph auch bipartit. Warum? Stellen Sie sich vor, das will ich jetzt nicht an der Tafel zeichnen, ich glaube das nicht, dass das notwendig ist. Der Graph ist zusammenhängend, ja? Sie machen eine, was machen wir denn da? Eine B-Breitensuche, ja? Der Startknoten kriegt Label A, ist auf der linken oder L wie linke Seite. Alle unmittelbar vom Startknoten aus erreichbaren Knoten kriegen Label R wie rechte Seite. Alle von da aus erreichbaren kriegen Label L wie linke Seite. Alle von da aus unmittelbar erreichbaren kriegen Label R wie rechte Seite. Warum ist das konsistent? Wenn es nicht konsistent wäre, das muss ich jetzt doch an der Tafel zeichnen. Wenn wir hier vom Startknoten S aus, wenn wir jetzt hier vom Startknoten S ausgehen und wir haben jetzt hier einen Knoten, den wir auf irgendeinem Weg mit L gelabelt haben und auf irgendeinem anderen Weg mit R gelabelt haben, ja, sodass das nicht in sich konsistent ist, dann müssen diese beiden Pfade unterschiedliche Parität haben. Der eine muss gerade, der andere muss ungerade sein. Der eine, der gerade, hat das L und der ungerade hat das R. Wenn Sie aber hier zwei Pfade haben, die eine unterschiedliche Parität haben, deren Länge unterschiedliche Paritäten haben, eine gerade, eine andere ungerade, dann ist der Zykel, der sich aus diesen beiden Pfaden bildet, ungerade. Das heißt also, die Annahme, dass der Graph nicht bipartit so mit L und R gelabelt werden kann, die führt automatisch dazu, dass
Die führt automatisch dazu, dass wir einen Zyklus ungerader Länge in unserem Graphen drin haben müssen. Gut. Damit ist Ihr Kommentar erklärt, nicht? Es ist leicht zu überprüfen, ob ein Graph bipartit ist. Nämlich genau durch so eine Graphensuche, durch so eine Breitensuche, wenn wir irgendwo an eine Inkonsistenz stoßen, L oder R, links oder rechts, dann haben wir einen solchen Graphen gefunden. Einen solchen Zyklus ungerader Länge gefunden. So, die Problemstellung ist jetzt einfach, wir wollen ein maximales Kardinalitätsmatching haben in einem bipartiten Graphen. Das ist genau dieses Heiratsproblem. Haben wir noch einen bipartiten Graphen aufgezeichnet? Nee, nicht mehr. Also stellen Sie sich nochmal den bipartiten Graphen vor, mit links und rechts. Links sind die Jungs, rechts sind die Mädels. Ich hoffe, dass das heutzutage noch im Zeitalter der politischen Korrektheit überhaupt unterschieden werden darf. Ah, ich sehe Kopfschütteln, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Und eine maximale Anzahl von Kanten von links nach rechts ist ein Kardinalitätsmaximal. Ohne Gewichtungen, sondern einfach nur die schiere Anzahl. Das ist ein maximaler Match, maximales Matching von Jungs und Mädels. Und aus diesem Grund, die Intuition dahinter ist, das als ein Heiratsproblem. Also Sie finden in älterer Literatur dazu, es gab ja früher zur Mathematik auch durchaus Bücher, die nicht deshalb deutsch waren, weil sie aus dem Englischen übersetzt wurden, sondern tatsächlich Bücher, die in Deutsch geschrieben waren, auch in der Mathematik, wie eigentlich in den meisten anderen Wissenschaften, war Deutsch bis zur Nazizeit sogar die vorherrschende Sprache, und da finden Sie diesen Namen, diese Problemstellung tatsächlich unter dem Begriff Heiratsproblem. Ich schätze mal, in modernen Quellen wie Wikipedia oder so wird der Name auch zumindest erwähnt werden. So, der Algorithmus ist klar, denke ich, nach dem, was wir gesagt haben. Wir fangen an mit irgendeinem zulässigen Matching. Das kann auch das leere Matching sein, also die leere Menge als erstes Matching. Dann suchen wir nach einem augmentierenden Pfad, so wie wir das eben gesehen haben. Wenn kein augmentierender Pfad mehr da ist, behaupten wir, dass wir dann Schluss machen dürfen. Und falls wir doch einen augmentierenden Pfad gefunden haben, dann augmentieren wir, so wie wir das eben in dem Beispiel gesehen haben, was ich, glaube ich, nicht nochmal näher ausführen muss. Die Implementation: Wir nehmen eine Graphenstrategie, die eine Arborescenz an der Wurzel generiert, denn wir wollen ja am Ende einen Pfad haben. Was heißt Arborescenz an der Wurzel? So wie Sie das von Dijkstra kennen, wir haben es auch hier schon mehrfach betrachtet, ein Wurzelbaum, der mit dem Startknoten beginnt, und immer wenn wir einen Schritt vorwärts gehen in unserer Graphensuchstrategie, wird entsprechend diese Kante in die Arborescenz eingefügt. Das heißt, wenn wir irgendwo in unserem wachsenden Wurzelbaum auf einen freien Knoten wieder stoßen, der Startknoten ist ein freier Knoten, wenn wir dann wieder auf einen freien Knoten stoßen, dann können wir rückwärts in der Arborescenz den augmentierenden Pfad gleich finden. So. Ich denke, der Algorithmus ist klar, oder? Zumindest für diejenigen, die hier aufpassen. Für die anderen vielleicht auch, weiß ich nicht. Gut. Also, zunächst einmal müssen wir beweisen, dass eine solche Iteration tatsächlich das leistet, was sie soll, nämlich, dass diese Implementation tatsächlich das leistet, was sie soll, was hier nicht formuliert ist in der Formulierung des Algorithmus hier, aber was natürlich die Geschäftsgrundlage ist, nur wenn es keinen augmentierenden Pfad mehr gibt, findet die Suche keinen mehr. So, also wenn es kein
Es gibt kein Augmentieren im Pfad mehr, wenn diese Graphensuche nicht noch einen findet und keinen mehr findet. Also nehmen wir an, wir haben von einem exponierten Knoten aus eine Suche gestartet und die Suche schlägt fehl, sie findet keinen augmentierenden Pfad, obwohl es von diesem Startknoten U, von diesem freien Knoten aus noch einen augmentierenden Pfad gibt. Das ist eine der wie der typische Widerspruchsbeweis, nicht? Die typische Struktur. So, es gibt von U zu irgendeinem anderen exponierten Knoten V, gibt es einen augmentierenden Pfad und die Suche, die von U startet, findet diesen Pfad nicht. Das bedeutet insbesondere, dass dieser Knoten V nicht gefunden wird. So, jetzt ein Argument, was wir so ähnlich auch schon in anderen Kontexten hatten, als wir Tiefensuche genauer analysiert haben. Wir gucken uns jetzt diesen Pfad an. Ich glaube, das sollte ich dann doch besser an der Tafel wieder machen. Wir gucken uns diesen Pfad an von U, wo wir unsere Suche starten. Geht dieser Pfad P, der heißt P, so, der geht zu diesem Knoten V. Und U ist natürlich gesehen worden von der Suche, weil wir natürlich bei U starten und V ist nicht gesehen worden, sonst hätten wir ja diesen oder einen anderen augmentierenden Pfad bis V gefunden. Aber gehen ja davon aus, dass wir keinen gefunden haben. So, x ist der letzte Knoten, den wir gesehen haben auf dieser Suche. Ja, hier ist alles auf diesem Pfad ist alles gesehen von der Suche bis einschließlich x. So, e ist die Kante, über die x gesehen wurde. Das muss nicht dieselbe Kante sein. Die Kante e muss nicht auf dem Pfad p sein. Die Kante e muss aber nicht auf P liegen. Im allgemeinen Fall liegt sie eben nicht auf P. So, E' die nächste Kante ist die hier. Und so. Und E', da X ja der letzte Knoten ist, der gesehen wurde, also hier nicht gesehen, da dieser Knoten nicht gesehen wurde, also ich mache das mal vielleicht anders, sie müssen nicht alle gesehen worden sein. Mindestens das X ist gesehen worden. Wir können nicht ausschließen, dass zwischen U und X noch andere Knoten nicht gesehen worden sind. Deshalb kann man nicht sagen, dass der ganze Bereich hier gesehen wurde. So. So, kann man das noch erkennen? So, dieser Knoten X ist gesehen worden, dieser Knoten nicht. Und über E ist die Suche von U aus nach X hineingekommen. So, was kann hier sein? Wie kann das sein, dass E gesehen worden ist und E' nicht gesehen worden ist? Das bedeutet zwangsläufig, die einzige Möglichkeit, wo Sie mit E an einen Knoten X rankommen und dann nicht über E' weitergehen, die einzige Möglichkeit ist die, dass beide Kanten ungematcht sind. Ja? Es geht nicht anders. Beide Kanten sind ungematcht, denn wenn E gematcht worden wäre, hätten Sie E' zum Weitergehen verwenden können. Wenn E eine Matching-Kante wäre und E' nicht. Also beide können nicht gleichzeitig Matching-Kanten sein, weil sie ja beide zu x-Inzident sind. Und wenn E' gematcht wäre und E nicht, dann hätte man auch wieder über E nach E' gehen können, beziehungsweise sogar müssen, weil man ja nur über die Matching-Kante dann weiterkommen kann. Das heißt also, wir wissen daraus, aus diesem Bild, E ist nicht aus M und E' ist nicht aus M. Beides sind keine Matching-Kanten. So. Damit sind wir aber eigentlich schon fertig. Denn gucken Sie sich diesen Zirkel hier an, den die beiden Pfade von U nach X gebildet haben. Wir müssen ja keine, also der Bild in diesem Bild, wie auch in anderen Bildern vorher, ist dieser Zirkel ein einfacher Zirkel. Muss nicht sein, ja? Also in dem Fall,
zur Illustration ist es vereinfacht, dass das jeweils einfache Zügel sind, damit sie nicht verwirrt werden doch noch durch irgendwelche verschlungenen, komplexen Situationen da drin. Aber behalten Sie im Hinterkopf, dass das Wesentliche daran nicht, dass das nicht wesentlich ist für die Argumentation, dass es ein einfacher Zügel ist. So, hier im Bild ist es aber ein einfacher Zügel, aber egal, ob es einfach ist oder nicht. Wir sind fertig, denn wenn E' keine Matching-Kante ist, dann auf diesem augmentierenden Pfad P muss das hier eine Matching-Kante sein. Und hier die Kante unmittelbar vor E, hier muss eine Matching-Kante sein und so weiter. Und wenn Sie das anschauen, dann stellen Sie fest, wieder über den einen Pfad von U nach X, der zu P gehört, dieser Präfix von P, haben Sie eine gerade Parität der Länge des Pfades. Und über den anderen Pfad haben Sie, weil der mit einer nicht gematchten Kante ankommt, haben Sie eine ungerade Parität. Diese beiden Pfade von U nach X zusammen bilden einen Zügel, einfach oder nicht, der ungerade Länge hat. Ist doch schön, wie sich immer wieder alles aufgeht, oder? So, dann wird das fotografiert. Heute sind es eine Menge Fotos. Wer? E? E kann keine... Achso, Entschuldigung. Ah, ich muss das Foto dann wiederholen. E und E' sind beide nicht aus M. Ich muss das Foto nochmal machen, damit da kein Fehler verewigt wird. So. Danke für den Hinweis. Beide, E und E', können nicht im Matching drin sein. Sonst wäre die Situation nicht so entstanden. Und nichts anderes als das steht da. Wir haben hier festgestellt, sie sind beide nicht im Matching drin, haben die Subpfade, die Teilpfade und so weiter gebraucht und stellen fest, dass die Paritäten unterschiedlich sind und dass Konkatenation aus beiden eine ungerade Länge hat. Ort mit Doppel-D im Englischen hat viele Bedeutungen. Es hat auch die Bedeutung im Zusammenhang mit Zahlen, mit ganzen Zahlen, ungerade, even eben gerade. So, und hier wird noch was dazu gesagt, das werden Sie später verstehen, was es damit zu tun hat. So, damit haben wir gesehen, erst einmal nur, dass die Iteration das tut, was sie soll. Wenn es einen augmentierenden Pfad noch gibt, dann findet sie eine Iteration. Jetzt haben wir die Situation ähnlich wie bei Min-Cost-Flow und bei Max-Flow vorher. Jetzt finden wir keinen verbessernden Pfad mehr. Woher sollen wir dann wissen, wie können wir sicher sein, dass dann tatsächlich dieses Matching, was wir jetzt erreicht haben, kardinalitätsmaximal ist? Ja, wir sind immer wieder bei derselben Frage und kommen immer wieder zu ähnlichen, sogar sehr ähnlichen Antworten. Und das ist auch kein Zufall. Wir werden es später sehen. Connection to Max Flow. Aber erstmal bringen wir die Korrektheit hinter uns. Wir müssen zeigen, wenn es keinen augmentierenden Pfad gibt, dann ist das Matching kardinalitätsmaximal. Und das hat einen Namen, benannt nach dem Entdecker oder Erfinder. Ich weiß nicht, ob man hier von Entdeckung oder Erfindung sprechen soll in der Mathematik. Ist mir auch egal. Jedenfalls heißt er Berge, französisch. Und Behauptung ist genau das. Kardinalitätsmaximal genau dann, wenn es keinen augmentierenden Pfad mehr gibt. Eine Richtung ist wieder klar, wie wir es in den anderen Fällen auch gesehen haben. Wenn es noch einen augmentierenden Pfad gibt, ist das aktuelle Matching natürlich nicht kardinalitätsmaximal, denn wir könnten ein besseres erreichen, ein um einen Zähler besseres Matching erreichen, indem wir entlang dieses Pfades augmentieren. Die andere Richtung ist die interessante. Und die sollte ich jetzt wieder an der Tafel machen. Wir gucken uns, oder beziehungsweise bevor wir das machen, nochmal einen kurzen Blick hierher. Wir gucken uns die symmetrische Differenz noch einen Schritt zurück. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Matching M nicht kardinalitätsmaximal ist.
und haben zu zeigen, dass dann tatsächlich ein augmentierender Pfad in M ist. Das ist genau die umgekehrte, die schwierigere Richtung. So, wenn das nicht kardinalitätsmaximal ist, dieses Matching M, gibt es ein schwereres Matching M' mit mehr Kanten drin, mit mindestens einer Kante drin, mehr drin, vielleicht sogar mit mehr Kanten drin. Wir können hier das optimale, das maximale Matching hernehmen oder irgendeins dazwischen, ist egal. Hauptsache, wir wissen, es gibt eins, das mindestens eine Kante mehr hat als unser Matching M, weil unser Matching M nicht kardinalitätsmaximal ist. Jetzt betrachten wir die symmetrische Differenz. Eine Mengenoperation, die für zwei gegebene Mengen, also eine binäre Mengenoperation, die für zwei gegebene Mengen, M und M' in diesem Fall, alle Elemente enthält, die in M aber nicht in M' sind und alle Elemente, die in M' aber nicht in M sind. Das heißt also alle Elemente, die entweder in M oder in M' aber nicht in beidem sind. Ja, das ist der Unterschied zur Vereinigung von zwei Mengen. In der Vereinigung ist auch der Schnitt von beiden drin. Das ist genau in der symmetrischen Differenz nicht der Fall. So kann man es auch sehen. Die symmetrische Differenz ist Vereinigung zweier Mengen minus dem Schnitt der zwei Mengen. So, und das gucken wir jetzt an der Tafel mal an, wie das eigentlich aussehen kann. Wie eine Zusammenhangskomponente dieser symmetrischen Differenz aussehen kann. Also, ich nehme jetzt hier zwei Farben, Rot und Grün. Ist jemand rot-grün blind? Ich habe leider nur Rot und Grün, sorry. Aber ich denke, aus dem Kontext wird das schon klar. Ich nehm vielleicht Weiß und Rot. Dann ist es auf jeden Fall so. So, wenn ich jetzt hier eine Kante habe, die weiß ist, in dem einen Matching drin ist, dann kann an diesem Knoten, wenn es noch weitere Kanten gibt, wenn die Zusammenhangskomponente damit nicht vollständig ist, muss es noch eine weitere Kante geben aus der symmetrischen Differenz, die muss aber rot sein. Ja? Es ist völlig unmöglich, dass hier jetzt eine weiße Kante ist, weil das weiße ist Matching und das rote ist Matching. So, wenn damit noch nicht hier auf diesem mittleren Knoten, wo eine weiße und eine rote Kante dran ist, kann in der symmetrischen Differenz keine andere Kante mehr dran sein. Es kann keine weiße sein, weil sonst das weiße keine Matching wäre. Es kann keine rote Kante sein an diesem mittleren Knoten hier zwischen weiß und rot. Es kann keine rote Kante sein, weil dann das rote kein Matching wäre. Und dieses Argument setzt sich fort. Ja, es kann keine Kante nach oben oder nach unten abgehen, sodass wir am Ende einen alternierenden, noch nicht augmentierenden, aber alternierenden Pfad haben. Das kann natürlich auch andersrum aussehen. Ich male mal den entsprechenden umgekehrten Fall hin. So. Das muss nicht eine ungerade Anzahl von Knoten sein. Ich kann ja mal einen Knoten mehr spendieren. Also eine ungerade Anzahl von Kanten sein, sollte ich genauer sagen. Dann sehen Sie, was dabei herauskommt. Auf der einen Seite fangen wir mit Weiß an und auf der anderen Seite hören wir mit Rot auf. Und es gibt noch einen Fall, der vorkommen kann, nämlich, dass dieser Pfad sich auf sich selbst zurückkringelt, gerade Länge hat. Die eine Hälfte der Kanten alternierend sind weiß, die anderen Hälfte der Kanten sind rot. So sieht die prinzipiell, natürlich modulo der Anzahl der Knoten und Kanten jeweils da drin, so sieht jede Zusammenhangskomponente aus in der symmetrischen Differenz zwischen dem weißen Matching und dem roten Matching. Ja? Es kann nicht komplizierter aussehen. Es kann an keinem dieser Zwischenknoten hier mitten in dem Pfad drin, kann noch eine Kante rausgehen, weil sie, wie gesagt, weiß oder rot wäre und dann wäre weiß oder rot kein Matching. So. Damit sind wir aber im Prinzip schon fertig, außer dass das obligatorische Foto noch kommen muss. So, warum sind wir jetzt fertig? Weil das Argument geht jetzt so.
Jede Zusammenhangskomponente ist von einer dieser vier Typen. Ja, M ist vielleicht das weiße Matching, M', das größere, ist das rote Matching. Wenn jetzt M' größer als M ist, mehr Element enthält, dann muss es mindestens eine Zusammenhangskomponente geben, die mehr rote als weiße Kanten enthält. Weil wenn alle Zusammenhangskomponenten der symmetrischen Differenz mindestens so viele weiße wie rote Kanten enthalten würde, dann käme man auf dem Weg von M nach M' durch Änderung auf jeder Zusammenhangskomponente käme man nie zu was Besserem. Es muss eine geben von der Sorte, wo M' mehr Kanten hat als M. Und das ist unser augmentierender Pfad bezüglich M'. Das ist alles. Ja? Eine dieser Zusammenhangskomponenten muss mehr rote als weiße Kanten haben, wenn rot M' ist und weiß ist M. Und sonst geht es auch nicht auf mit den beiden Kardinalitäten. Und das ist, wenn Sie sich das genau angucken, ein augmentierender Pfad. Wir können sogar noch mehr sagen, ein Korollar. Wenn M und M' sich um K unterscheiden, ja, wenn M' um K-Kanten größer ist als M, dann sind auch mindestens K knotendisjunkte augmentierende Pfade drin. Nämlich diese Zusammenhangskomponenten von der Art, dass es mehr Kanten von M' als von M gibt in der symmetrischen Differenz. So. Damit haben wir schon diesen Algorithmus vollständig erklärt. Wir sind aber noch nicht so ganz fertig. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Bitte? Ja? Warum soll K nicht größer als 2 werden? Wenn Sie mit dem leeren Matching anfangen, dann ist, und wenn Sie das, M ist das leere Matching und M' ist das optimale Matching. Der K ist der Unterschied in der Kardinalität zwischen den beiden. Wir hatten ja eben hier ein Beispiel, schon lange weggewischt, 12 Knoten, 6 Kanten. Wenn Sie dieses Matching hernehmen, das ist M' und das leere Matching ist M, dann ist der Unterschied K gleich 6. Im Extremfall, wenn einer von den beiden sogar leer ist. Und wenn Sie hernehmen, dieses Matching mit 6 Kanten und Sie nehmen sich irgendein Matching her mit 4 Kanten, dann ist der Kardinalitätsunterschied K gleich 2. Gut, weitere Fragen hier? Gut, dann gucken wir uns mal ganz schnell die Komplexität an. Die geht, wie Sie sich denken können, von der kurzen Fassung hier sehr schnell. Die Anzahl der Iterationen, wir können ja höchstens Knotenzahl halbe viele Kanten in einem Matching drin haben. Geht nicht anders. Also ist in jeder Iteration wird das Matching um 1 erhöht, die Anzahl der Kanten darin. Also ist die Anzahl der Iterationen linear. Geht nicht anders. So, was kostet eine Iteration? Na, das Wichtigste an einer Iteration ist, das Teuerste ist die Graphensuche, die ist ein O von M. Im Allgemeinen, wir haben das schon mal kurz angesprochen, wenn es keine isolierten Knoten gibt, dann wird die Anzahl der Knoten asymptotisch dominiert von der Anzahl der Kanten, Edges in ungerichtet, Arcs in gerichteten Graphen, weil, wenn es keine isolierten Knoten gibt, und wir haben ja von vornherein angenommen, dass der Graph zusammenhängt ist, also gibt es keine isolierten Knoten, weil in dem Fall jeder Knoten zumindest einer Kante inzident ist. Jede Kante ist zu 2 Knoten inzident. Das heißt, die Anzahl der Kanten ist mindestens halb so viel wie die Anzahl der Knoten. Kann im größten Fall auch so sein, dass die Anzahl der Kanten quadratisch in der Anzahl der Knoten ist. Ja, also die Anzahl der Kanten ist nicht asymptotisch gleich der Anzahl der Knoten im Allgemeinen, sondern mindestens gleich, wenn es keine isolierten Knoten gibt. Die ist bei uns jetzt nach Annahme, dass der Graph zusammenhängend ist, nicht gibt. So,
wieder zurück. Das können wir eigentlich mal hier verschwinden lassen. So. Und daraus ergibt sich, dass der Aufwand pro Durchlauf, pro Iteration Anzahl Kanten ist, weil Anzahl Knoten ohne isolierte Knoten nichts zählt im Verhältnis zur Anzahl Kanten. Wird dominiert. So, Komplexität erledigt. Jetzt kommt hier, dass das so ähnlich aussieht wie bei MaxFlow. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Das ist kein Zufall, weil wir hier eine Situation haben, die sich zurückführen lässt. Diese Problemstellung lässt sich zurückführen auf einen Spezialfall von MaxFlow. Und das, was wir gesehen haben, augmentierende Pfade, ist nichts anderes als Ford-Falkerson in diesem speziellen Graphen. So, machen wir das Schritt für Schritt, auch wieder an der Tafel. Wir haben jetzt eine Bipartition. So, links sind Knoten, die heißen jetzt hier auf der Wiki-Seite V1. Rechts sind Knoten, muss nicht die gleiche Anzahl sein. Das ist V2. Und dazwischen haben Sie eben diese entsprechenden Kanten. Ich zeichne nur mal ein paar von denen beispielhaft ein. So. Ja, das ist der Graph. Der bipartite Graph, in dem wir ein Matching finden wollen. Unser ursprüngliches Problem. Ein kardinalitätsmaximales Matching. So. Inzident. Jede Kante inzident zu einem Knoten von V1 links und einem Knoten von V2 rechts. So. Jetzt geben wir jeder Kante, dieses Replace heißt letztendlich, wir geben jeder Kante eine Orientierung von links nach rechts. Also male ich hier die Pfeilspitzen ran. So. Und die Kapazität ist hier überall in der Mitte. Wir müssen ja zur MaxFlow-Instanz kommen. Also müssen wir Kapazitäten einführen. Die Kapazitäten in der Mitte sind alle plus unendlich. So. Soweit, so gut. Jetzt ein Muster, was wir öfters gesehen haben. Neue Quelle, neue Senke, S und T. Und hier fügen wir Kanten ein mit Kapazität. Das Bild ist nicht, ähnliche Bilder haben Sie schon gesehen. Wir fügen eine Kante jeweils hier ein nach da. Und eine Kante jeweils nach da. Und die Kapazitäten, die wir hierauf setzen, ich male die mal vielleicht alle nach unten hin. Hier U ist identisch plus unendlich. Hier ist U identisch plus 1. Und hier ist U identisch plus 1. Sodass Sie schon das Bild sehen. Ja? Ein Fluss von einer Einheit von S nach T geht hier über eine Kante von S raus, kommt irgendwann bei einer Kante nach T rein. Und dazwischen muss es über so eine Kante im ursprünglichen Graphen gehen. Ja, also der Zusammenhang wird damit, glaube ich, schon erstmal intuitiv deutlich. Wir müssen dann nur klar machen, dass diese Intuition tatsächlich stimmt. So, Foto. Nee, das ist nichts gelungen. Also nochmal. So, das ist gelungen. Außer, dass man den Blitz auf der Tafel sieht, aber ich glaube, das ist kein Problem. So, bitte. Wir sind noch nicht fertig mit den Gedankenschritten. Oder? Also, okay, vielleicht sagen Sie, was Ihnen jetzt fehlt. Na, die Bipartition im bipartiten Graphen finden wir ja schnell, wenn wir eine brauchen. In dem, was wir vorhin gesagt haben, mit der Graphensuche, mit der Breitensuche von irgendeinem Startknoten aus. Also, das ist kein Problem, diese Bipartition V1, V2 zu finden.
Ja, die finden wir, wenn wir sie noch nicht gegeben, eh schon gegeben haben. In meisten Anwendungen haben wir sie ja schon gegeben. Ja? Links sind Aufgaben, rechts sind Aufgabenlöser zum Beispiel. Da ist die Bipartition natürlich gegeben. Ach so, Sie meinen, dass man unterschiedliche Bipartitionen machen kann, wo jeweils was Unterschiedliches rauskommt. Also ich denke mir, der Graph ist komplett verbunden. Da kann uns nichts passieren. Aber wenn er nicht verbunden wäre, dann können wir uns auf die Zusammenhangskomponenten beschränken. Dann gibt es da kein Problem. So, was wird jetzt gesagt? Das habe ich eben angedeutet am Bild, dass die Flüsse und die Matchings im Zusammenhang stehen, so wie ich es eben angedeutet habe. Und natürlich die Maximalität überträgt sich auch. Je mehr Fluss Sie aus S nach T schicken, umso mehr Kanten in der Mitte, umso mehr ursprüngliche originale Kanten haben Sie dann jeweils mit Fluss belegt. Also das sind dann die Matching-Kanten, die mit Fluss belegten Kanten. Kleines Detail nochmal am Rande. Wir haben ja auch gesehen, wenn die Kapazitäten alle ganzzahlig sind, unendlich, können wir mal außen vor lassen natürlich, wenn die Kapazitäten alle, die echten Kapazitäten ganzzahlig sind, dann ist der Fluss auch ganzzahlig, der herauskommt. Das heißt also, es fließen tatsächlich auf allen Kanten hier Werte von 1. So. Eine Kante gehört zum Matching, genau dann, wenn die, also eine ungerichtete Kante ursprünglich gehört zum Matching, genau wenn die korrespondierende gerichtete Kante positiven Flusswert hat. Und Maximalität überträgt sich. Augmentierende Pfade sind gerade flusserhöhende Pfade. Denn was ist ein flusserhöhender Pfad hier? Ja gut, im einfachsten Fall ist ein flusserhöhender Pfad ein Pfad aus 3 Kanten von S durch den linken Bereich, durch den mittleren Bereich, durch den rechten Bereich nach T. Das ist der einfachste Fall. Das ist ein augmentierender Pfad der Länge 1. Wie kann jetzt sonst ein flusserhöhender Pfad aussehen? Naja, der geht von S aus und dann kann er, solange er nicht nach T kommt, kann er nur vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts sein. Genau. Und vorwärts nur, wenn Fluss 0 drauf ist, rückwärts nur, wenn Fluss 1 drauf ist. Exakten augmentierender Pfad gemäß Matching-Logik. Und umgekehrt, augmentierender Pfad, vorwärts gehört noch nicht zum Matching rein, rückwärts gehört zum Matching rein und so weiter und so fort, lässt sich nach links nach S und rechts nach T sofort zu einem flusserhöhenden Pfad verbinden. Welche Verbindung? Nee, da war jetzt keine. Ich weiß nicht, was ich jetzt da gesagt habe. Also da war jetzt keine Spitze gegen irgendjemanden drin. Sorry, wenn ich da was gesagt habe, was so aufgefasst werden kann. So. Jetzt ist noch interessant, was ist die Entsprechung? Was ist die Entsprechung zum Max-Flow-Min-Cut-Theorem jetzt in unserem ursprünglichen Bipartiten-Kardinalitäts-Matching-Problem. Ja, Max-Flow-Min-Cut-Theorem ist klar. Haben wir oft genug diskutiert. Das ist ein saturierter Schnitt. Wenn der Fluss maximal ist, gibt es einen saturierten Schnitt. Und jetzt, wenn wir uns das betrachten, geht ein, dass wir hier in der Mitte Kapazitäten unendlich gesetzt haben. Für diese Konstruktion wäre es eigentlich durchaus auch okay, hier in der Mitte Kapazität 1 draufzusetzen. Denn Sie sehen ja, wenn ich hier aus S raus in einen Knoten nur 1 durch Kapazität 1 nur einen Zählerfluss rüberschicken kann, kann ich von hier aus natürlich nur weiter über eine mittlere Kante auch nur Flusswert 1 rüberschicken. Also es wäre völlig okay gewesen, hier für die mittleren, für die ursprünglichen Kanten Kapazität 1 zu setzen. Ich setze Kapazität unendlich, um eine Entsprechung einfach, um ein nettes Gimmick zu haben, um eine 1:1 Entsprechung zu haben zwischen den saturierten Schnitten und einer
einem Phänomen im ursprünglichen Graphen. Denn wenn die Kanten in der Mitte alle unendliche Kapazität haben, dann heißt das, in keine einzige dieser Kanten in der Mitte ist in einem saturierten Schnitt drin. Sie können keine Kante mit einem flussendlicher Größe. Der Fluss hat ja endliche Größe, weil aus S raus kann nur so viel rausfließen, wie Sie hier Kanten haben. Endliche Größe. Und ein endlicher großer Fluss kann keine Kante mit unendlicher Kapazität saturieren. Das geht nicht. So, das heißt also, sämtliche saturierten Kanten, sämtliche Kanten in einem saturierten Schnitt sind, wenn ich das mal so andeuten darf, sind entweder Kanten, die aus S rausgehen oder Kanten, die nach T reingehen. So, sozusagen, wenn ich das mal bildlich so verbinde, Sie sehen, es gibt einen Bereich auf der linken Seite bei V1, der gehört zur S-Seite des saturierten Schnitts, und es gibt potenziell einen Bereich, beides potenziell, es gibt potenziell in V1 Knoten, die zur S-Seite des saturierten Schnitts gehören, und es gibt potenziell Knoten in V1, die zur T-Seite gehören. Dasselbe hier in V2, es gibt potenziell Knoten, die zur S-Seite gehören des saturierten Schnitts, und es gibt potenziell Knoten, die zur T-Seite gehören. Im Extremfall sind die aus S rausgehenden Kanten ein saturierter Schnitt, dann sind alle Knoten von V1 auch auf der T-Seite, oder umgekehrt, alle aus T in T reinzeigenden Kanten sind ein saturierter Schnitt, dann gehört V2 ganz zur S-Seite des saturierten Schnitts. So, was wir hier haben, ist etwas, was man in der Graphentheorie ein Node Cover nennt, ein Knotenüberdeckung. Vielleicht ein bisschen irreführend, denn die Knoten werden nicht überdeckt, wie man vielleicht aus dem Namen schließen würde, sondern die Knoten überdecken selber. Sie überdecken alle Kanten. Ein Knotencover, Node Cover, ist eine Knotenmenge, sodass jede Kante überdeckt wird durch mindestens einen Knoten in dem Knotencover. Was bedeutet überdeckt? Sie ist inzident zu diesem Knoten. Ja? Jede Kante ist zu mindestens einem Knoten in diesem Node-Cover inzident. Oder wir sagen auch umgekehrt, die Knoten im Node-Cover zusammengenommen, das gesamte Node-Cover, überdeckt eben die Kante. Also dieser Knoten überdeckt die Kanten, die inzident zu diesem Knoten sind. Ja. So, das Max-Flow-Min-Cut-Theorem reduziert sich damit, hier formuliert, zu einem anderen Theorem, was schon länger vorher für bipartite Matchings bekannt war, Jahrzehnte vorher bekannt war, und was Min-Max-Theorem heißt. Es gibt, glaube ich, verschiedene Min-Max-Theoreme in verschiedenen Bereichen der Mathematik. Hier geht es um dieses Min-Max-Theorem für bipartite Matchings, nämlich in einem bipartiten Graphen ist die maximale Kardinalität eines Matchings gerade die minimale Kardinalität eines Knotencovers. So, das will ich versuchen, wieder an der Tafel darzustellen. Die maximale Kardinalität eines Matchings ist gleich dem minimalen Knotencover. Vielleicht löschen wir mal dieses Rot. Oder ich male das Bild nochmal hier in der Mitte ein bisschen neu, dass es vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher nochmal wird. So. Na, ich sehe schon, meine Zeichenkünste kommen hier schon an eine Grenze, dass das jetzt übersichtlicher wird als vorher. Bin ich mir nicht so ganz sicher. So. Hier ist die Kapazität plus 1, hier ist die Kapazität plus 1 und hier, ich male einfach mal nur ein paar Kanten rein. So. Hier ist die Kapazität unendlich.
Na. So. Gut. Also ich habe jetzt nur drei Kanten eingezeichnet. So. Woraus wird der Knotencover gebaut? Wir gucken uns alle Knoten an, die rechts sind und zur S-Seite gehören, und alle Knoten an, die links sind und zur T-Seite gehören. Also, wie kann das sein, dass ein Knoten rechts ist und zur S-Seite gehört? Das bedeutet, dass hier auf jedem Knoten 0 fließt, auf jeder Kante 0 fließt, und hier muss eine 1 fließen durch irgendeine andere Kante, die da reinkommt. Ja, für diesen Knoten hier, dieser Knoten, den ich jetzt hier mit so einem X bezeichne, mit so einem Kreuz in V2, wenn alles, was reingeht in diesen Knoten von links her 0 hat und rechts geht raus mit einer 1, irgendwo muss ja saturiert sein, dann. Moment, kann das sein? Irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht. Irgendwas habe ich jetzt verkehrt gedacht. Natürlich kann es nicht sein, dass alle mit einer 0 nur hier hineingehen. Aber genau, wenn es mindestens eine Kante gibt, die mit der 0 hier reingeht, dann kommt der auf die S-Seite. Und genauso hier, nehmen wir uns hier einen anderen Knoten auf der linken Seite. Wenn es mindestens einen Weg gibt, hier, wo alles 0 ist, dann gehört der zur T-Seite jedes saturierten Schnitts. Ich male mal diese beiden Knoten hier. Hier noch eine 1 hin. Ich male mal diese beiden Knoten rot, damit die dann deutlicher kommen. So. Foto. So, und die Behauptung ist, dass diese roten Knoten, die ich jetzt nur angedeutet habe, also nur repräsentativ gewählt habe, dass die ein Knotencover sind. Warum sind die ein Knotencover? Weil jede einzelne Kante muss entweder rechter Hand einen roten Knoten haben oder linker Hand oder beides. Beides kann durchaus sein. Das widerspricht der Bedeutung eines Notcovers nicht. Also rechts muss eine rote Knoten sein, weil wenn weder rechts noch links ein roter Knoten ist bei einer Kante, dann hieße es fließt von S fließt 0 bis hierhin zum linken Knoten, fließt 0 hier durch, fließt 0 hier durch. Hätten wir noch einen augmentierenden Pfad. Aber weil es keinen augmentierenden Pfad mehr gibt, wir haben ja einen maximalen Fluss, muss für jede Kante in der Mitte links oder rechts oder beides ein roter Knoten sein. Und das ist gerade die Definition eines Knotencovers. So. Damit haben Sie das verstanden, was hier komplizierter aussehend in Formeln gegossen ist, aber hier, wir nehmen an, dass eine Kante nicht überdeckt ist, dann muss sie auf einem augmentierenden Pfad liegen. Logisch, mehr steht da nicht. Noch ein Kommentar. Ich weiß nicht genau, wie sich dieser Mensch ausspricht. Ich kenne eigentlich nur die englische Aussprache Tat, aber ich glaube nicht, dass es die originale ist. Also, falls es Sie interessiert, eine Entsprechung zu haben, die deutlich komplizierter ist als dieses Min-Max-Theorem, falls es Sie mal interessiert, wie die entsprechende Verallgemeinerung auf nichtbipartiten Graphen aussieht von diesem Min-Max-Theorem, dann suchen Sie nach diesem Theorem per Google oder in Wikipedia oder sonst wie.
So, damit haben wir den, verlassen wir jetzt den Bipartitenfall erst einmal. Gibt es da an dieser Stelle noch Fragen zum Bipartiten-Kardinalitätsfall und zum Zusammenhang mit Max Flow? Bitte? Doch, das sollen hier geschweifte Klammern sein. Das ist im, wenn wir hier vom Cover reden, dann reden wir wieder von dem originalen ungerichteten Graphen. Nicht von der Max-Flow-Instanz, die wir daraus gebaut haben. Ja? Wir sind ja vom ungerichteten Graphen ausgegangen und haben daraus eine gerichtete Max-Flow-Instanz gebaut. Hier sind wir bei, immer wenn das Wort Cover vorkommt, sind wir bei der ungerichteten originalen Kante. Gut. Dann möchte ich zum nicht-bipartiten Fall kommen. Da ist wieder ein alter Bekannter, Edmonds. Es wird Ihnen auch einiges bekannt vorkommen im Vergleich zu dem Algorithmus von Edmonds, den Sie schon gesehen haben. Stichwort maximale Branchings, falls es Sie noch daran erinnert. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist keine Voraussetzung jetzt fürs Verständnis. Wir haben im ungerichteten Fall ein Problem. Entschuldigung, im nicht-bipartiten Fall. Toll, nicht? Pathetisch sage ich irgendwie einen totalen Blödsinn und muss dann so nicht pathetisch das wieder korrigieren. Wir haben im nicht-bipartiten Fall ein Problem. Ein Problem, das mehr als ein Jahrzehnt lang nicht entdeckt wurde. Der Algorithmus, den wir jetzt gesehen haben mit den augmentierenden Pfaden, von dem dachte man lange Zeit, länger als ein Jahrzehnt, dass das ein Algorithmus ist für den allgemeinen Fall, wo der Graph beliebig sei, ungerichtet sein kann, denn wo er nicht bipartit sein musste. Und erst Edmonds hat entdeckt, ich glaube, er war selber, der es entdeckt hat, dass das nicht stimmt, dass dieser Algorithmus nicht so ohne weiteres funktioniert für den allgemeinen Fall und der dann auch das repariert hat. Also das hat auf jeden Fall der Edmonds gemacht, der den Algorithmus so repariert hat, dass er tatsächlich für den allgemeinen Fall auch funktioniert. Was ist das Problem? Das Problem steckt in diesem, was wir eben hier schon gesehen haben, in dieser unscheinbaren Formulierung Search for an augmenting path. Suche nach einem augmentierenden Pfad. Klingt ganz einfach, nicht? Ja, wenn der Professor Ihnen gesagt hätte, kein Thema, das ist. Also ich bin mir sicher, ich hätte die Vorlesung so aufarbeiten können, dass Sie mir geglaubt hätten, dass dieser Algorithmus mit diesem Search von Augmenting Path, dass der für den allgemeinen Fall auch gilt. Und ich will mich nicht davon ausnehmen, ich hätte das vermutlich auch geglaubt. Gibt es Leute, die einem Professor alles glauben. Habe ich gehört. So, aber was ist das Problem? Das will ich wieder an der Tafel noch in der verbleibenden Zeit skizzieren. Nee, es muss offensichtlich irgendwas mit Zyklen und gerader Länge zu tun haben, denn das ist das Einzige, was in einem allgemeinen Graphen hinzukommt, was es im bipartiten Graphen nicht gibt. Also irgendwie muss es was damit zu tun haben. Und zwar mit einer speziellen Situation, die ich mal versuche hier anzudeuten. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich wirklich ungerade Parität habe. So, nicht schön, aber selten. So, ich male die Matching-Kanten jetzt rot. Der ist da, der ist da, der und der. Und ich erweitere das Ganze vielleicht mal ein bisschen so, damit das Foto nicht zu viel nicht so weit auseinandergehen muss, so dass das Ganze ein augmentierender Pfad wird, dass da ein augmentierender Pfad hineinkommt. Wo packe ich den hin? Hier hin. So. Ja, ich erweitere dieses Bild mit dem ungeraden Zykel so, dass hier zwischen zwei freien Knoten ein augmentierender Pfad entsteht. Sie sehen schon, wie das geht. Hier oben rum, über den oberen Teil,
des Pfades, des Zügels. Ja, sehen Sie, denke ich, sofort. Oh, den vielleicht auch noch ein bisschen. So, genauso. So. Was passiert jetzt, wenn wir zum Beispiel, also wir steht ja nur da, wir sollen eine Graphensuchstrategie anwenden, ja? Also nehmen wir uns eine Graphensuchstrategie, zum Beispiel Breitensuche. Was passiert bei Breitensuche? Bei Breitensuche, wir starten hier, hier ist Start, da wollen wir, von da aus gehen wir los und da hinten wollen wir hin. Gehen wir hier vorwärts, vorwärts und hier teilt sich das, ja? In die eine Richtung wie in die andere Richtung. Mist, jetzt habe ich das Beispiel so gerade so gebastelt, dass es gerade doch funktioniert. Ich will aber zeigen, dass es nicht funktioniert. Wird es nicht funktionieren? Nee, es wird nicht funktionieren. Ich kann wieder nicht zählen. Ja, Sie haben recht. Danke. So. Es wird nicht funktionieren, weil hier zerteilt sich die Suche. Zack, zack, zack. Hier treffen die beiden Suchen aufeinander und es gibt keine Chance, obenrum hier unten hinzukommen. Echt? Das passiert bei Breitensuche. Jetzt nehmen wir Tiefensuche. Wenn Breitensuche nicht funktioniert, vielleicht funktioniert Tiefensuche. Was kann bei Tiefensuche passieren? Da können wir Glück oder Pech haben. Wir können Glück haben, die Tiefensuche wählt zufällig als erstes den Weg oben rum und findet diesen augmentierten Pfad. Wir können Pech haben, die Tiefensuche geht zuerst diesen Weg hier unten rum. Hier geht es nicht weiter, um da zu dem anderen exponierten Knoten zu kommen. Aber bevor sie hier wieder zurückgeht, wird sie hier oben rumgelaufen sein und damit sind diese Knoten auch alle abgegrast und werden nie wieder betrachtet. Das heißt also, mit Tiefensuche kann es Ihnen passieren, dass Sie den Knoten, dass Sie den augmentierenden Pfad finden, muss aber nicht. Und das ist natürlich keine gute Ausgangsbasis, dass Sie eine Graphensuche verwenden. Die eine Graphensuche findet es garantiert nicht, die andere Graphensuche kann es finden oder auch nicht. Und Sie können sich vorstellen, dass es bis jetzt hat noch niemand eine andere Graphensuche gefunden, die das Problem besser löst, die dieses Problem überhaupt löst. Also man kann sich natürlich vorstellen, jetzt Graphensuche zu machen mit Wiederholungen, ja, dass man sagt, okay, die Tiefensuche ist hier einmal durchgegangen, aber vielleicht kann sie ja nochmal andersrum durchgehen, ja? Nur weil die Knoten gesehen worden ist. Also wir erlauben, dass auch gesehene Knoten nochmal durchlaufen werden, aber Sie können sich leicht überlegen, dass wir da ganz schnell in einen exponentiellen Aufwand reinlaufen, wenn Knoten immer und immer wieder gesehen werden können, auch wenn sie schon gesehen worden sind. Ja, wenn sie immer wieder von der verschiedenen Seiten aus gesehen worden sind. Also man wird wahrscheinlich nicht ohne einen exponentiellen Aufwand hinkommen, ohne wenn man versucht, das Problem zu lösen mit normaler Graphensuche. Aber Edmonds war offensichtlich ein rabiat denkender Mensch, so ähnlich wie das Ei des Kolumbus, nicht? Wenn man, also sagt Ihnen doch was, das Ei des Kolumbus, oder? Sie kennen doch diese Geschichte, dieses Sage, dass die Gelehrten, also Christoph Kolumbus sagt Ihnen doch offensichtlich was, oder? So dunkel, okay, haben wir schon mal eine Ausgangsbasis. Die Sage geht so, dass Kolumbus von den Gelehrten gefragt wurde, wie er ein Ei, ganz normales Ei, so hinstellen kann, dass es eben aufrecht steht, nicht gelegen, sondern so aufrecht steht. Oder andere haben es auch schon versucht, er ist nicht der Erste, der gefragt wurde. Und er nimmt sich das Ei her, drückt es runter und damit steht es auf den Splittern der Eischale. Also man darf vermuten, dass es ein gekochtes Ei gewesen ist, nehme ich mal an. Oder Sie kennen den gordischen Knoten? Ja, wie man den lösen kann. Alexander der Große kam, sah und
haute den Knoten N2, hat ihn damit gelöst. Ja, und so ein ähnlicher Typ scheint der Edmonds auch gewesen zu sein. Das ist natürlich jetzt eine sehr steile These. Wenn man ein Problem hat, dann muss man es halt beseitigen. Wie beseitigen wir dieses Problem? Das kennen Sie von dem anderen Algorithmus von Edmonds, den Sie schon gesehen haben. Wenn ein Zyklus das Problem ist, dann schmeißen wir ihn raus. Wie schmeißen wir ihn raus? Natürlich nicht ersatzlos, sondern wir schrumpfen diesen Zyklus in einen einzigen Knoten. Also das Ergebnis ist, ich hätte jetzt mal geschickterweise ein bisschen Platz da oben lassen sollen für das Ergebnis, dass ich das Gesamtergebnis hinmale. Das Gesamtergebnis ist, das ist jetzt ein großer Knoten geworden. Hier geht es hinten. Hier, dieser Weg bleibt so, wie er ist. Hier ist der Start, der bleibt da, wo er ist ungefähr. Und hier geht dieser Weg weiter zu dem anderen exponierten Knoten. Und die Matching-Kanten übernommen. Und Sie sehen wunderbarerweise, plötzlich haben Sie wieder einen augmentierenden Pfad, der leicht zu finden ist, weil solange es da nicht noch irgendwo im Bild, jetzt von mir nicht gezeichnet, solange es da nicht noch irgendwo einen Zyklus ungerader Länge potenziell gibt. Und das ist im Prinzip die Logik des Algorithmus. Wir suchen einen augmentierenden Pfad. Potenziell kann uns passieren, dass wir keinen augmentierenden Pfad finden. Wir machen jetzt Breitensuche. Aber wenn wir hier tatsächlich in die Situation reinkommen, dass wir hier rein über diese gematchte Kante in den Zügel reinkommen und es hier zerteilen, dann finden wir hier hinten, auf der anderen Seite, entdecken wir, dass das ein Zyklus ungerader Länge ist. Denn wir finden mit Breitensuche plötzlich zwei Knoten nebeneinander, die verbunden sind durch eine Kante. Und diese beiden Knoten haben gleiche Distanz vom Startknoten. Ja, das ist der einfache Check. Wenn die Breitensuche zwei Knoten findet, die miteinander benachbart sind und beide haben dieselbe Distanz, dann war da irgendwo, von da, wo die beiden Zweige der Suche auseinandergegangen sind, von da ab ergibt sich ein Zyklus ungerader Länge. Bitte? Ein Beispiel mit zwei ineinander verschränkten Zyklen ungerader Länge. Das gebe ich Ihnen gerne als Hausaufgabe auf. Ihnen ganz besonders. also sorry, aber dafür reicht mein Koffeinpegel nicht mehr aus, um das zu machen. Außerdem sind wir jetzt langsam so gegen Ende der Zeit. Heute ist das, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Zeit ein bisschen überschreite, aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. So. Denk. Bitte warten. Was habe ich jetzt gesagt? Genau. Auf die Art und Weise entdecken wir, dass ein Zyklus ungerader Länge ist. Wir wissen auch, wie der aussieht. Nämlich, wir müssen einfach nur von beiden Knoten rückwärts gehen, wo sich es gegabelt hat, haben da einen Zyklus ungerader Länge und den schrumpfen wir. Und wie Sie sehen, wenn an diesem Bild, wenn es vorher im großen Graphen einen augmentierenden Pfad gab, genau dann gibt es hinterher auch einen augmentierenden Pfad. Und umgekehrt, wenn wir dann wieder entschrumpfen hinterher, also das läuft auf eine Rekursion hinaus. Wir schrumpfen und rufen den Algorithmus nochmal rekursiv auf diesen geschrumpften Graphen auf, bekommen rekursiv ein maximales Matching, kardinalitätsmaximales Matching in diesem geschrumpften Graphen. Und wenn wir jetzt diesen Zyklus wieder entschrumpfen, dann müssen wir nur gucken, dann müssen wir halt gucken,
eine dieser Kanten, eine der Kanten, die Inzidenz ist zu einem der Knoten des Zügels, ist eine Matching-Kante. Ja, mehr als eine geht in den geschrumpften Graphen nicht. Also wenn wir wieder entschrumpfen, ist es eine der Kanten, Inzidenz zu einem der Knoten hier. Nur diese eine einzige Kante dieser Art kann es geben. Und dann können wir einfach rumgehen. Im ungeraden Fall geht es wunderbar auf. Ungematcht, gematcht, ungematcht, gematcht, ungematcht, gematcht, ungematcht. Geht im ungeraden Fall perfekt auf. Immer. Toll, nicht? Dass es immer so aufgeht. Noch zur Terminologie, bevor wir heute ändern. Dass ein solcher ungerader Zügel zusammen mit dieser einen gematchten Kante, die ja notwendig ist, damit das Ganze hier in ein Problem rennt, das nennt man eine Blüte. Das hat der Edmond so genannt. Diese Kante, diese gematchte Kante, die Inzidenz zu einem der Knoten des Zügels ist, nennt man den Stamm oder wie nennt man? Nee, Stängel. Stängel, dann würde man es ins Deutsche übersetzen. Den Stängel, Stem dieser Blüte. Gut. Das ist der ganze Algorithmus. Wir werden dann beim nächsten Mal noch genauer gucken, was es noch dazu zu sagen gibt, das nochmal aufarbeiten und sehen, dass die Korrektheit erfüllt ist und dass die Komplexität auch nicht gerade schlecht ist. Für heute möchte ich mich dann bei Ihnen bedanken und ich möchte Sie dann an den Termin für die nächste Vorlesung erinnern. Vielen Dank.